Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal an diesem Donnerstag, Abend, wenn ihr das Video seht, an dem Feiertag, den wir ja diese Woche haben. Und jo, ich möchte heute einfach mal ein kleines Mystery und spannendes Video machen, also kein Mystery-Unboxing, schade eigentlich, nee, Spaß, Freunde, Spaß beiseite. Heute gibt es so eine Art Vlog einfach mal und ich habe mir einfach gedacht, ich möchte so ein bisschen über die Dinge quatschen, die nächste Zeit so anstehen hier auf diesem Kanal. Und ja, allem voran natürlich das 200 Abonnenten-Special, das jetzt demnächst auf jeden Fall kommen wird. Aktuell, wenn ich das Video hier aufnehme, habe ich 199 Abonnenten. Mal schauen, vielleicht knacken wir heute noch die 200, wäre auf jeden Fall nice. Und schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich habe ja schon ein kleines Ankündigungsvideo dazu gemacht. Es wird kein Video geben, sondern einen Livestream. Und ich denke, das ist eine schöne Sache. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich da einiges geplant habe und euch das auch noch mitteilen werde, was ich aber nicht heute mache, weil ich weiß noch nicht genau, wann der Stream jetzt stattfinden wird. Aber auf jeden Fall in naher Zukunft, Freunde. Und ich möchte das Ganze halt so machen, dass das möglichst am Wochenende oder so stattfindet, dass eben auch am nächsten Tag möglichst viele Leute frei haben und sich den Stream dann auch bis zum Ende anschauen können, weil ich möchte halt von 8 bis 11 Uhr einen Stream machen und dann halt einen 3-Stunden-Stream. Und das ist ja schon ein bisschen, und bis um 11 Uhr, da muss man dann schon auch am nächsten Tag frei haben. Und deshalb hätte ich auf jeden Fall Bock, das am Wochenende zu machen. Wann, weiß ich jetzt bis jetzt noch nicht, sage ich euch aber auf jeden Fall noch Bescheid. Es wird sowieso nochmal dazu ein letztendliches Ankündigungsvideo geben, weil ich eben, wie gesagt, noch einige Sachen geplant habe, die jetzt aber noch nicht unbedingt verraten möchte, weil ich noch nicht weiß, inwiefern ich das dann halt auch umsetzen kann. Und schauen wir einfach mal, was ich euch aber schon sagen kann, dass es am Ende des Livestreams auf jeden Fall ein Gewinnspiel geben wird. Wie das Ganze stattfindet, habe ich, glaube ich, auch schon verraten. Aber schaut euch dazu gerne nochmal mein erstes Ankündigungsvideo an. Jo, Freunde, aber an dieser Stelle wollte ich euch mal noch vorschlagen oder fragen, auf was ihr denn so Bock hättet hier im Livestream, im 200 Abonnenten-Special Livestream. Und wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, schreibt sie mir gerne mal unter dieses Video hier in die Kommentare. Und wenn da ein paar coole Vorschläge bei rumkommen, wäre auf jeden Fall nice. Ich suche mir dann auf jeden Fall ein paar aus. Also wenn euch irgendwas vorschwebt, irgendeine coole Idee, ein Gesprächsthema oder sonst was, was wir machen können, schreibt es auf jeden Fall mal unten hier unter dieses Video in die Kommentare. Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was ihr so für Ideen habt. Und wer weiß, wenn da was Cooles dabei ist, nehme ich das vielleicht auch dann mit rein in den Livestream. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Also wenn ihr irgendwas im Kopf habt, ab damit in die Kommentare. Jo, Freunde, ansonsten, was ich noch ansprechen wollte, jetzt, wie geht es eigentlich weiter hier auf diesem Kanal? Was soll ich hier großartig sagen? Eigentlich genauso wie zuvor. Ich möchte natürlich weiter mit Reviews machen, mit Unboxing-Videos, mit Top-Listen, mit irgendwelchen besonderen Videos, die natürlich auch immer mit Filmen zu tun haben, aber mal wieder in eine andere Richtung gehen. Und das mache ich ja auch immer wieder gerne. Ihr kennt mich ja, habt jetzt ja schon lange ihr meinen Kanal verfolgt, einige von euch, und ihr wisst ja, dass ich immer mal zwischendrin auch andere Videos mache, die jetzt nicht unbedingt jeder macht, und deshalb finde ich das auch immer ganz cool auf jeden Fall, auch ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Und das möchte ich natürlich auch weitermachen. Und was ich auch noch vorhabe, ist, dass ich freitags jetzt öfter mal so ein Freitagsnachtsvideo mache. Also das heißt, es kommt dann immer freitags so ungefähr um 23.30 Uhr tatsächlich. Und da möchte ich dann immer über die neuesten Songs sprechen, die so von Donnerstag auf Freitag nach draußen gekommen sind. Allerdings ist das nur einmal die Woche, also jetzt nicht irgendwie täglich oder so, wirklich nur einmal die Woche. Manchmal werde ich da auch irgendwelche Alben besprechen oder wie gesagt, halt irgendwelche Singles, die rausgekommen sind. Deshalb auch, wen das von euch interessiert, schreibt auch mal gerne in die Kommentare, und das wird es auf jeden Fall auch jetzt wahrscheinlich des Öfteren geben. Ansonsten, was natürlich hier auch wieder ansteht dieses Jahr, das möchte ich aber nur ganz kurz anteasern. Natürlich geht hier dieses Jahr ein sehr großes Ereignis, das hier jedes Jahr auf meinem Kanal stattfindet, in die dritte Runde. Und ich denke, die meisten von euch, die mich hier schon lange verfolgen, die wissen genau, was ich jetzt meine. Aber ich möchte hier noch nichts verraten. Wie gesagt, die, wo mich schon lange verfolgen, die wissen das. Andere werden es dann auf jeden Fall erfahren, wenn es dann die letztendliche Ankündigung dazu gibt. Aber auf jeden Fall geht dieses Jahr ein großes Ereignis, was jedes Jahr stattfindet, in die dritte Runde. Jo, ansonsten, was bleibt mir hier noch großartig zu sagen? Wie gesagt, es wird hier genauso weitergehen wie zuvor. Und
Natürlich bin ich auch aktiv auf meinen zwei anderen Kanälen. Auch da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, wenn ihr da Interesse habt. Wie gesagt, Hörspielkritik, da bin ich auch im Moment jetzt nicht so krass aktiv, weil ich eben jetzt im Moment hier sehr viel aktiv bin. Aber auch auf diesem Kanal erscheinen ab und an mal Videos. Wenn ihr euch für Hörspiele interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und auf dem Kanal Ultimate Pyro, der Feuerwerkskanal, bin ich natürlich auch jetzt im Moment nicht so krass aktiv. Kommen ab und an mal Videos. Aber das ändert sich natürlich dann ganz schnell, wenn es dann eben auf September, Oktober und so zugeht, eben dann wieder auf Silvester zugeht. Dann werden da auch wieder mehr Videos kommen. Also wer da Interesse hat, könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen auf meinen beiden anderen Kanälen. Ich verlinke die euch einfach nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, schaut gerne mal auf Hörspielkritik und Ultimate Pyro vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vergesst nicht, euren Vorschlag für den Livestream fürs 200-Abo-Special in die Kommentare zu schreiben. Und ja, ansonsten schaltet auf jeden Fall das nächste Mal hier auch gerne wieder ein. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich so an neuen Formaten vielleicht noch bringen kann, was ihr euch so wünschen würdet, schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und ja, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, macht's wie immer gut. Haut rein, euer Movie Pyro 911, genießt noch den Abend und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!